komme gerade vom Schaffen. Das war sowas von anstrengend heute und ich habe so einen Bierdurst. Du auch. Nina, Durst. Dann darfst du keine Durststrecke jetzt noch vor dich hinlegen. Dann musst du jetzt gleich mal trinken, wenn du so einen Durst hast. Ich trinke aber gerne allein. Ja, ich trinke schon mit dir. Natürlich, ja. Dann können wir ja Brezel dazu essen. Weißt ja, du Hunger habe ich auch, das war so anstrengend. Weißt du, danke. Übrigens, früher gab es ja Biergränzchen. Hast du es gewusst? Da haben sich Frauen zum Biergränzchen getroffen und noch haben die ein Bier rein, nicht noch dunkles Brot, sondern einbrocket. Und dann haben sie das gegessen und haben sie miteinander geratschen. Und neu ist daraus das Kaffeegränzchen entstanden. Okay, das habe ich nicht gewusst. Sie, ich weiß auch was. Aber ein Tunkel, das muss jetzt eigentlich nicht sein. Ich brauche David da nicht, das ist ja Weltschmarr, weil das Bier würde ich ja gerne aus der Flasche trinken. Das ist der Flaschenbier. Ja, ja. Also, jetzt haben wir es da ja gerade schon so schön vor uns stehen. Mhm. Wir haben hier das Spezial Hell von der Brauerei Fischers in Mössingen. Mhm. Brauerei, ja bekannt. Mhm. Es ist ein helles Bier, ja. Untergärig, mit 4,8% Alkohol und 11,8% Stammwürze. Mhm. Und für mich so ideales Feierabendbier. Für das Bier muss hell sein. Ja, da musst du schon ein bisschen etwas blicken, wenn du das trinkst. Das kannst du nicht noch so nachdudeln. Das hat super Sachen drin, gell? Das ja, Bier. Du richtig. Weißt das, ja. Tettnanger Hopfen, Qualitätshopfen. Aber jetzt schwätzen wir nicht lang. Tettnanger Hopfen? Das ist ja vom Bodensee. Mein lieber Sieger. Aus unserer wunderschönen Heimat Baden-Württemberg. Ja, also machen wir es auf. Das trinken wir von der Flasche. Das schenkt man jetzt nicht ein, Nina. Ich will trotzdem wissen, wie es aussieht. Guck ich da, wie es aussieht. Aber ich trinke es von der Flasche. Okay, dann darfst du das machen. Ja, weißt du, ich bin ja da ganz intuitiv beim Bier. Das eine trinke ich vom Glas und das andere von der Flasche. Intuitiv, das heißt ja Intelligenz in Geschwindigkeit. Das kenne ich mir, Frau. Ja. Ja. Also wir haben hier ein klares Bier, goldgelbe Farbe, mit einem sahnigen Schaum. Mhm. Mhm. Es riecht, also da riecht man ganz, ganz deutlich die Malzaromen. Ja. Es riecht brotig und süß. Mhm. Aber das ist ein Flaschenbier. Trinkst du von der Flasche? Ja. Hey, da blitz, jetzt lassen wir es mal nachdunkeln und gucken mal, wie es läuft. Auf der Feierabend. Ja. Ich bin ja ledig, weißt du? Wenn ich da ein Bier schon aus der Flasche trinke, dann darf das jetzt schmecken wie eine Flasche. Weißt du, ich bin ja ledig. Ich brauche keine Flasche vom Sofa. Ich brauche eine rechte Flasche in der Hand, mal ein gutes Bier, bin ich. Prost. Also, es schmeckt malzig. Es hat eine angenehme Rezenz, also, es ist auch sehr, sehr erfrischend. Gerade nach einem anstrengenden Arbeitstag. Es hatte dezente kräuterige Bittere im Abgang, die aber perfekt mit der malzigen Süße harmoniert. Und wie schon gesagt, es ist eine Handhalbe, die man aus der Flasche trinkt. Und ich freue mich jetzt drauf. Super, also ich muss sagen, ich war ja schon als kleines Baby, war ich ja schleckig. Gell? Beim Stillen, ich habe ja dann die Brust verweigert. Meine Mutter, du. Die hat mir so extra Ziegenmilch trinken, damit ich nichts zu meckern habe. Ja, das Bier, also da habe ich nichts zu meckern. Prost.